Seit Anni weg ist, muss ich meine Termine selbst koordinieren. Wie, Anni ist weg? Hast du ihr gekündigt oder hat sie selbst gekündigt? Ja, irgendwie so. Ich fake einen Mailverlauf zwischen Katrin und Anni, hänge das halbnackte Bild von Anni dran und das geht dann aus Versehen an Katrins Tochter. Und glaubst du tatsächlich, Jasmin bricht mit ihrer Mutter, nur weil die angeblich was mit ihrer Ex anfängt? Ja, das lässt sie bestimmt nicht kalt. Mann, das... Natürlich. Weiß deine Tochter eigentlich, dass du eine Affäre mit ihrer Ex hast? Bitte was? Also ich habe Laura nicht erzählt, dass da was zwischen uns läuft. Tut's ja auch nicht. Im Grunde genommen kann sie sich ja zusammenreimen, was sie will. Sie hat damit gedroht, Jasmin etwas zu erzählen. Wieso erzählst du nur rum, dass zwischen Katrin und mir was läuft? Das ist totaler Bullshit. Sicher? Ich habe da nämlich einen anderen Eindruck. Ach so, und jetzt willst du Katrin damit irgendwie in die Pfanne hauen, oder was? Guck mal, Lauras Ruf, der ist sowieso überall in der Tonne. Ich meine, der glaubt auch keiner was. Sie war in meiner Wohnung. Ja, aber was soll sie denn gefunden haben? Dein Selfie auf meinem Handy. Das hast du nicht gelöscht? Übrigens zu deinen Racheplänen. Also, mal ganz abgesehen davon, dass du Lügen verbreitest, machst du dich selber damit nur unglücklich, wenn du das Ding nicht langsam verpackt kriegst und du dich um dein eigenes Leben kümmerst. Spinnst du? Ey. Gib's her!